In etwa einem Monat findet die größte Anime-Convention Deutschlands statt. Ja, ich meine die Dokumi in Düsseldorf. Dieses Jahr belegt sie sogar ganze 3 Tage. Was bedeutet, dass es sich natürlich lohnen würde, direkt ein ganzes Wochenende in Düsseldorf zu verbringen. Und falls du die Dokumi dieses Jahr besuchen willst, gebe ich dir jetzt 3 Tipps an die Hand, die du unbedingt in Düsseldorf machen solltest. Und der Hotspot außerhalb des Messegeländes ist ganz klar Little Tokyo oder beziehungsweise die Immermannstraße. Ich würde behaupten, es ist eine der authentischsten Ecken in Deutschland. Nicht nur kleine Details wie der Straßenname auf Japanisch oder selbst das Apothekenschild lassen es ja authentisch wirken, sondern vor allem die Restaurants und japanischen Supermärkte vor Ort. Falls du ein extra Teil zu Little Tokyo willst, dann schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Der nächste sehr wichtige Spot wäre das Eco-Haus, welches eine traditionelle buddhistische, aber japanisch angelehnte Tempelanlage ist, wo ihr nicht nur den Tempel und den schönen japanischen Garten begutachten könnt, sondern auch ein traditionelles Haus, was sogar ausgelegt ist mit Tatami-Matten. Und der letzte und wichtigste Spot, den ihr unbedingt besuchen müsst, ist der japanische Garten im Nordpark, welcher sich 1 Minute zu Fuß von dem Messegelände befindet. Es ist nicht nur eine coole Kulisse für Fotos, sondern vor allem ein Ort, um mit seinen Freunden den Abend ausklingen zu lassen.